dann muss ich da vorne mit bei. Oh nein! Wir sind Mädchen, wir brauchen extra Leid. Was kannst du denn ausschließen? Cool. Genau, wir können das einfach mal so da quatschen. Ne? Ja, aber war nicht so schlecht. Das sind absolute Trockenheitsschäden bei uns im Edertal. Wir haben bei einer Sorte, die macht viel Kartoffeln am Stock, aber hat sie durch die Trockenheit nicht mehr stark gekriegt. Ne? Und dadurch haben wir jetzt so kleine Kartoffeln, da sind auch mal eine dicke dabei, wie hier. Aber im Großen und Ganzen ist das. Ist das so? Sind die Kartoffeln von der Größe? Und damit müssen wir dies erleben. Wir haben aber auch schöne Kartoffeln, die haben wir auch geerntet. Also wir haben auch hier die Glorietta, das ist eine schöne Kartoffel von der Größe her. Wir haben auch die Belana, die sind schön groß. Wir haben jetzt eine neue. Der Nina, ich weiß gar nicht, wo sie war, die hatten wir auch irgendwo hier mit dabei gehabt. Da hinten ist die Bernina, das ist eine schöne Kartoffel. Also wir haben auch von Ertrag einigermaßen schöne Kartoffeln, oder nicht nur einigermaßen schöne Kartoffeln vom Verkaufssegment, aber die, diese manche Sorten, die haben diese einfach keinen Ertrag gemacht. Die sind einfach, haben nicht gewachsen. Ernteverlust. Ich denke, bei der Selena werden wir 50% der Ernteverlust haben. Bei manchen bin ich es eigentlich normal noch ein bisschen, bin ich es noch zufrieden. Das liegt im unteren Segment, aber kann man mitnehmen. Das untere Edertal eigentlich auch Schwemmland, wo ich Kartoffeln anbaue. Das ist auch Kiesland. Kiesland. Und trotzdem die Trockenheit durchgeschlagen. Also wir haben bei uns im unteren Edertal, also ich sag mal von Wellen, Bergheim, Ritzler in dem Bereich, haben wir sehr wenig Niederschlag gehabt, wo auch die Erträge runtergelitten haben. Nicht nur im Kartoffelbereich, auch im Getreidebereich, in Grünland. Also das sind bei uns schon erhebliche Ernteeinbußen zu beklagen. Die unangenehme Seite für den Verbraucher, es wirkt sich auf den Preis aus. Ich denke mal, wir haben in Deutschland auch gute Ecken. Bayern hat jede Menge Wasser gehabt. Und auch das ist heute nicht mehr, dass man so regional das heute preislich merkt. Es wird heute die Märkte, die sind global. Da wird von überall hingeschoben, also die Sachen überall hingeschoben. Und wenn wir hier bei uns in der Region nicht so viel geerntet haben, merkt man das nicht unbedingt am Preis. Aber trotzdem, in Wellen, bei Wartnersch auf dem Hof, gibt es immer Kartoffeln. Gibt's noch Kartoffeln. Wir haben immer Kartoffeln und soll auch keiner an Hunger bleiben. Und jeder freut sich, oder die Wartners freuen sich, wenn man regional direkt am Hof kommt. Das auf jeden Fall. Ich bin sehr froh. Da gehe ich von aus. Ciao, ciao. Es gibt fast euch mal eure Bilder da hinten ab. Es gibt nur eine grüne Frage. Es gibt nur eine grüne Frage und die habe ich schon gestellt. Ein junges Schwein. Bei mir ist es dunkel. Hat das nicht geklappt?